Karmakandi, derjenige, der Rituale ausführt. Karmakandi ist auch derjenige, der den Karmakanda der Veden gut kennt. Also den Teil der Veden, bei dem es um Rituale geht. Ein Karmakandi ist auch derjenige, dem es besonders um die Ausführung von Ritualen geht. Und der denkt, dass das Ausführen der Rituale zur höchsten Verwirklichung führt. Oder zum Heil führt, zum Himmel führt. Es gibt eine lange Diskussion, was führt zur Befreiung? Führt Karma zur Befreiung oder Jnana oder Bhakti? Karma in diesem Sinne, in diesem Kontext verstanden, heißt Rituale. Und Shankaracharya, der große Yogameister oder Jnana-Yogameister, hat gesagt, Karmas können nicht befreien. Auch Krishna, der Bhagavad Gita, sagt das. Es reicht es aus, einfach Rituale auszuführen. Rituale an sich führen nicht zur Befreiung. Was führt zur Befreiung, zur Erlösung, zur Erleuchtung? Shankara, der große Philosoph, der große Jnana-Yoga-Meister, sagt, Jnana allein, die höchste Erkenntnis. Krishna sagt, Bhakti führt auch zur Befreiung und Jnana führt zur Befreiung. Raja-Yoga wird auch noch sagen, Nirvikalpa Samadhi führt zu Kaivalya, auch das führt zur Befreiung. Aber in jedem Fall heißt es, die Handlungen an sich führen nicht zur Befreiung, sondern die Handlungen an sich führen zu einer Veränderung des Bewusstseins. Die Veränderung im Bewusstsein, die kann zur Befreiung führen. Und so können Handlungen, Rituale helfen, Handlungen, spirituelle Praktiken, Wohltätigkeit, uneigennütziges Dienen, Mantra singen, spirituelle Schriften lesen, all das sind letztlich auch Karmas, Handlungen, die du machst. Die sind in dem Maße hilfreich, wie sie dir helfen, zur Befreiung zu kommen. Und das geht entweder über Jnana, Jnana also durch Erkenntnis. Auch hier gibt es Karmas, die du machst, um zur Erkenntnis zu kommen. Du liest die Schriften, du denkst darüber nach, du meditierst darüber, du setzt sie in den Alltag um. Das sind Karmas. Diese Karmas selbst führen nicht zur Befreiung, aber sie führen zum Jnana, zum Wissen. Und das Wissen führt zur Befreiung. Auch Bhakti führt zur Befreiung. Wie erlangst du Bhakti? Indem du Geschichten über Gott hörst, Shravana, indem du Mantra singst und hörst, Kirtana, indem du Rituale ausführst und sie Gott darbringst und so weiter. All das erhöht Bhakti. Ist Bhakti erhöht, die Gottesliebe, spürst du immer mehr Gott. Irgendwann zieht diese Liebe zu Gott die Gnade Gottes an und dann erfährst du die Erlösung, die Erleuchtung, die Befreiung. Ähnlich im Raja-Yoga. Du übst Asana, Pranayama, du praktizierst Yama und Niyama, du übst den Kriya-Yoga, Tapasvatyaya, Ishvara, Pranidhana, du lernst Maitri Bhavana zu kultivieren, Mitgefühl, Liebe, Verständnis und so weiter. All das sind Übungen, Praktiken, Karmas. Diese helfen dann den Geist in andere Bewusstseinsebenen zu bringen, zu Samadhi. Asampragnata Samadhi schließlich führt zu Kaivalya, zur Befreiung. Karmakandi ist jetzt jemand, der Rituale ausführt. Wenn man die Rituale nur mechanisch ausführt, müssen sie nicht unbedingt zu einer Bewusstseinsveränderung führen. Karmakandi allein ist manchmal auch abfällig gemeint. Der macht nur einfach. Aber er macht die Handlungen, aber ohne, dass sein Herz ganz dabei ist. Er führt es aus, vielleicht mit dem Dünkel zu denken, ich bin besser als andere. Er führt es aus, weil er denkt, damit Gott zu gefallen. Das ist nicht der Sinn von Handlungen, spirituellen Praktiken und Ritualen. Es geht darum, eine Bewusstseinsveränderung zu erreichen. Und diese erreichst du auch durch Praktiken, durch Wohltätigkeit und durch Rituale. Führe die Handlungen aus, die spirituellen Praktiken und die Wohltätigkeit mit dem Herzen. Führe sie aus von ganzem Herzen und gib und lerne dadurch zu Bhakti zu kommen. Lerne dadurch zum Jnana zu kommen oder transzendiere alle Gedanken. Karmakandi, jemand, der Rituale ausführt, sollte aber zum Jnana, zum Bhakti und zur Samadhi führen.